Datenbankarchitektur, das ist das Thema, mit dem wir uns jetzt beschäftigen. Also, wie sind Datenbanksysteme aufgebaut? Welche Komponenten gehören dazu? Das ist natürlich eine wichtige Grundlage, damit Sie eine gewisse Vorstellung haben, in welchen Bereichen wir uns bewegen. Insbesondere wollen wir als Ziel heute kennenlernen die Datenunabhängigkeit. Wie schafft ein Datenbanksystem die sogenannte Datenunabhängigkeit? Mittels der sogenannten Drei-Schichten-Architektur. Das wird also das zentrale Konzept sein. Wir hatten ja schon mal die Grundbausteine kennengelernt. So sieht halt eine Datenbank aus, wenn man sie auf eine Folie zeichnet, in Anlehnung an die Disks. Das heißt also, hier liegen die tatsächlichen Daten. Dann haben wir das Datenbankmanagementsystem oben drüber. Das ist also die Software, die diese Datenbank verwaltet, die Software, die Anfragen entgegennimmt, die aber auch sicherstellt, dass Transaktionen ordentlich ausgeführt werden, die die Zugriffskontrolle auf die Daten durchführt und so weiter und so weiter. Also das ist das große Softwareprodukt, wenn wir von einer Datenbank sprechen. Wenn wir die beiden zusammennehmen, spricht man dann von einem Datenbanksystem. Zum Datenbanksystem gehören eben die Daten und die Software, die sie verwaltet. Und oben drüber dann haben wir Anwendungen, die auf die Daten zugreifen wollen, das aber eben nicht direkt tun dürfen oder müssen, sondern sich des Datenbankmanagementsystems bedienen können, das zum Beispiel dann die Anfragesprache SQL zur Verfügung stellt, sodass die Anwendungen SQL-Anfragen an das Datenbankmanagementsystem senden können. Das ist so der Grundaufbau. Das sind auch schon die drei Schichten, die werden wir nachher noch ein bisschen genauer angucken. Aber man spricht hier von der internen Schicht oder der physischen Schicht. Man spricht hier von der in der Mitte von der konzeptionellen Schicht und dann hier von der externen Schicht. Ja? Und jede dieser Schichten hat eine bestimmte Rolle. Und der Clou ist es, dass wir die Schichten voneinander trennen, dass wir überhaupt von diesen einzelnen Schichten sprechen, weil jeder eine einzelne Rolle hat und sie eine gewisse Unabhängigkeit zwischen den einzelnen Konzepten der Schicht herstellen. Das ist die Idee. So, was wollen wir denn jetzt eigentlich mit diesem Schichtenkonzept und dem Datenbankarchitektur erreichen? Da hat Kott neben der Erfindung des relationalen Modells hat er auch mal aufgeschrieben, was für Anforderungen wir eigentlich an so ein Datenbanksystem haben, was ein Datenbankmanagementsystem leisten muss. Eins der Kernziele war die Integration. Gemeint ist hier nicht die Integration vieler verschiedener vorhandener Datenbanksysteme, sondern die Integration der in einem Unternehmen oder in einer Organisation vorhandenen Daten, die also in jeder Abteilung herumliegen, zumindest dann, wenn noch keine Datenbank im Einsatz ist. Und das war ja einer der Clues, dass wir sagen, wir wollen diese Daten aus den verschiedenen Abteilungen zusammenführen in eine einheitliche Speicherung, in ein Datenbanksystem, sodass die Daten plötzlich nicht mehr redundant sind, sondern nur noch zentral in der Datenbank vorliegen. Verschiedene Abteilungen in einem Unternehmen brauchen verschiedene Daten, aber zum Teil auch überlappende Daten. Das heißt also, die eine Abteilung hat im Bestellwesen, spricht sie von Kunden und Adressen und Produkten. Und im Lagerhaltungswesen wird natürlich auch von Produkten gesprochen. Und ungünstig wäre es, wenn in diesen getrennten Systemen zum Beispiel Produkte völlig andere Bezeichnungen haben. Und darum ist eine der Motivationen, überhaupt ein Datenbanksystem zu verwenden, das zu zentralisieren, dass Produkte ganz einheitlich dargestellt werden. Und dann ist der schöne Vorteil eben, dass wir konsistent Änderungen in einem Produkt über alle Anwendungen sichtbar machen. Das heißt, wir müssen nur an der einen Stelle Produktinformationen ändern, ein Preis oder ein Gewicht oder was auch immer, oder auch ein neues Produkt hineinfügen und plötzlich alle Anwendungen, die auf die Produkttabelle zugreifen, diese Änderung mitbekommen. Das war einer der Kernziele. Dann muss ein Datenbanksystem Operationen bestimmte zur Verfügung stellen. Ich will natürlich Daten definieren können. Ich will Daten, also das heißt, ich möchte sie strukturieren können. Ich möchte sagen können, welche Tabellen, welche Spalten es geben soll. Ich muss die Daten speichern können. Ich muss die Daten abfragen können. Ja, Stichwort SQL dann. Ja, und ich muss natürlich auch die Daten ändern können. Und das Ganze möchte ich deklarativ tun. Ich möchte nicht selber programmieren müssen. Ich möchte nicht sagen müssen, wie das Datenbanksystem gefälligst die Daten zu speichern und zurückzuholen hat, sondern ich möchte nur sagen, was es bitte schön erledigen soll. Das Datenbanksystem soll sich dann um alles andere selber kümmern. Es soll verschiedene Benutzersichten zur Verfügung stellen. Es sollen also viele verschiedene Anwendungen auf eine Datenbank zugreifen können.
Und um das zu erlauben, muss ich natürlich eine Zugriffskontrolle gewährleisten, dass nicht jede Anwendung jede Tabelle sehen kann zum Beispiel. Ich möchte auch sozusagen bestimmten Nutzern bestimmte Sichten zur Verfügung stellen, die vielleicht gar nicht genau dem Datenbanksystem und der Struktur des Datenbanksystems entsprechen. Das heißt also, ich möchte sozusagen einer Anwendung eine andere Struktur vorgaukeln können, als sie tatsächlich im Datenbanksystem modelliert ist. Warum möchte ich das? Wie gesagt, wenn ich hier oben Integration betreibe, also die Daten aus vielen verschiedenen Fachbereichen zusammenfüge in eine einheitliche Datenbank, dann gibt es natürlich in den einzelnen Fachbereichen immer noch die alten Anwendungen, die gerne die Daten so sehen möchten, wie sie das schon immer getan haben. Wenn ich denen aber die Daten wegnehme und in ein zentrales System speichere, dann müssten normalerweise die Anwendungen alle umgeschrieben werden, sodass sie also der neuen Struktur entsprechen. Das möchte ich aber vermeiden. Das heißt also, es soll möglich sein, Benutzersichten zu definieren, die Umstrukturierungen vornehmen können, sodass die Anwendung immer noch sozusagen vorgegaukelt wird, dass die alte Struktur, die sie gewohnt sind, auch immer noch besteht. Der Vorteil dieser Idee ist es auch, dass ich intern im Datenbanksystem Umstrukturierungen vornehmen kann, ohne dass die Änderungen sich auf das Daten, auf die Anwendung auswirken. Das ist also die Anforderung der Benutzersichten. Dann Integritätssicherung. Eine Datenbank muss immer korrekt und konsistent sein, egal was passiert. Und mit egal was passiert, meine ich wirklich egal was passiert. Das heißt also sogar der schlimmste Fall, ich ziehe den Stecker mitten in irgendeiner Transaktion, wenn gerade eine wichtige Änderung durchgeführt wird, fällt plötzlich der Strom aus. Sogar dann muss ein Datenbanksystem konsistent bleiben. Das heißt, wenn es wieder hochgefahren wird, muss es noch ein bisschen aufräumen vielleicht, aber dann hat es einen konsistenten Zustand erreicht. Es gibt nichts Schlimmeres für ein Datenbanksystem, als Daten zu verlieren oder falsche Daten zu speichern oder inkonsistente Daten zu speichern. Inkonsistente Daten beispielsweise, eine Überweisung wurde hier abgezogen, aber noch nicht dort gutgeschrieben. Oder ein Kunde hat ein Produkt bestellt, was es gar nicht mehr gibt. Das sind inkonsistente Zustände, das darf nicht passieren. Und eine Datenbank muss sicherstellen, dass das eben nicht passieren kann. Eine Datenbank muss Transaktionen unterstützen können. Also es muss Transaktionen, die etwas komplizierter sind, also die mehrere Schritte umfassen, bei einer Überweisung von einem Konto abbuchen, dem anderen Konto wieder gutschreiben. Das sind ja zwei einzelne Operationen. Die müssen aber als eine zentrale, als eine Transaktion zusammengefasst werden können, sodass die Datenbank weiß, diese beiden einzelnen Operationen gehören zusammen und werden sozusagen zusammen direkt hintereinander ausgeführt. Das ist also die Idee der Transaktionen und das müssen Datenbanken unterstützen. Synchronisation, also mehr Benutzerbetrieb, parallele Transaktionen müssen koordiniert werden. Das heißt also, eine Überweisung darf nicht verhindern, dass der Kunde gleichzeitig auch von seinem Konto etwas abbucht beispielsweise. Ja? Oder eine Bestellung eines Buches online von einem Kunden darf nicht verhindern, dass nicht ein anderer Kunde gleichzeitig auch eine Bestellung vornehmen kann. Das heißt also, parallele Transaktionen müssen möglich sein. Das ist ja eine der Hauptzwecke von Datenbanksystemen, dass wir die Daten aus verschiedenen Fachbereichen integrieren und die wollen natürlich alle gleichzeitig diese Datenbank dann auch verwenden. Weitere Anforderungen, Datenschutz. Also nicht autorisierte Zugriffe sollen nicht möglich sein. Dafür gibt es ganz klassische Rollen, Passworte, Nutzernamen und so weiter. Das sollen Datenbanksysteme unterstützen. Dann eben auch die Datensicherung. Ich sagte ja schon, wenn der Strom ausfällt, müssen die Daten nach der Wiederherstellung wieder alle verfügbar sein. Sie müssen auch persistent sein. Das heißt, sie müssen auf Festplatte oder anderen nicht flüchtigen Speicher gespeichert werden. Und sie müssen auch große Datenmengen effizient speichern können. Das heißt, sie dürfen nicht erschrocken werden durch eine plötzlich große Datenmenge. Und was Datenbanken auch in aller Regel bieten, ist eine Art Katalog. Das heißt also, wir möchten nachschauen, welche Tabellen gibt es denn überhaupt in meiner Datenbank? Welche Spalten sind in der Tabelle? Wie groß ist die Tabelle? Solche Fragen. Das wird alles in einem zentralen Katalog, in einem Metadatenkatalog gespeichert. Warum ist das wichtig? Naja, das ist aus verschiedenen Gründen wichtig, dieser Katalog. Einmal, das ist allerdings nicht der wichtigste Anwendung, kann natürlich ein Nutzer, der neu diese Datenbank betrachtet, kann man nachgucken, was steckt denn eigentlich drin in dieser Datenbank. Viel wichtiger ist aber zum Beispiel die
das Parsen von SQL-Anfragen. Das heißt also, wenn eine SQL-Anfrage zum Datenbanksystem geschickt wird, muss das kurz nachgucken, gibt es denn die Tabellen überhaupt, die da in der Anfrage genannt werden? Kann ich die Anfrage so überhaupt ausführen? Dazu muss im Katalog nachgeguckt werden. Weitere Metadaten im Katalog sind Statistiken, also über die Größe beispielsweise einer Tabelle. Das ist wichtig für die Effizienz. Das heißt also, ein Datenbanksystem möchte gerne wissen und voraussehen, wie lange eine bestimmte Operation benötigt, wie lange zum Beispiel eine Sortierung benötigt, um dann zu entscheiden, wann kann ich das denn am besten durchführen. Und dafür braucht es eben auch diese Statistiken. Interessant ist, dass diese Statistiken, dieser Katalog, eben im Datenbanksystem gespeichert wird. Und was liegt näher, als diesen Katalog selber wiederum als Tabellen im Datenbanksystem zu speichern. Und genau das passiert auch. Hier sehen Sie einen kleinen Ausschnitt. Das müssen Sie nicht im Einzelnen lesen können. Aber das ist ein Ausschnitt aus dem Systemkatalog. Das ist nichts anderes als eine Menge von Tabellen. Das heißt, es gibt eine Tabelle, die heißt zum Beispiel Columns, in der werden alle Spalten, die in dem Datenbanksystem verwendet werden, werden dort in dieser Tabelle gespeichert. Das heißt also, wenn ich nachgucken möchte, gibt es diese Spalte überhaupt, muss ich diese Tabelle öffnen und nachgucken, gibt es eine Zeile mit demselben Namen wie der Spaltenname. Und dann gibt es auch solche Dinge wie Column Distribution, hier werden die Bufferpools gespeichert, damit also das Datenbanksystem weiß, welche Puffer noch zur Verfügung stehen. Also alle Metadaten, die ein Datenbanksystem so braucht, werden geschickterweise schlicht selber wieder als Tabelle gespeichert. Das ist der Katalog, genauso die Statistiken. Das ist wieder ein Ausschnitt aus DB2. Hier werden also irgendwelche Indizes gespeichert, die Verteilungsfunktionen, also Call Group Dist, das sind die Distributions, also die Histogramme über bestimmte Spalten. Das heißt, ich möchte auch etwas wissen über die Wertebereiche von bestimmten Spalten. Ich möchte wissen, welche Funktionen einsetzbar sind und so weiter und so weiter. Das heißt also, auch Statistiken werden wieder ganz normal in Tabellen gespeichert. Allerdings sind das eben Systemtabellen. Das heißt, die werden von vornherein und immer angelegt. Das heißt, es sind nicht Tabellen, die der Nutzer irgendwie beeinflusst, sondern die das System selber, das Datenbankmanagementsystem selber verwendet. Also eine ganz geschickte Lösung, das dann eben selber wieder in diese Funktionalität einzubauen. So, jetzt gucken wir uns mal dieses Schichtenmodell an. Wir haben, wie gesagt, die interne Schicht, die konzeptionelle Schicht und die externe Schicht. Das kann man sich relativ leicht merken. Wir gehen mal von unten nach oben. Also wir betrachten erst einmal die interne Schicht. Man nennt die auch die physische Schicht, weil es hier um die physische Begebenheit der Festplatten, des Hauptspeichers, der CPU und so weiter geht. Das heißt also, man spricht hier darüber, welche Speichermedien zur Verfügung stehen und auch an welchen Orten was gespeichert wird. Das heißt also, auf dieser Ebene wird entschieden, welche Tabelle auf welcher Festplatte gespeichert wird, aber nicht nur das, sondern auf welcher Platte oder auf welchem Zylinder oder in welchem Block auf meiner Platte werden denn diese Daten gespeichert. Das sind alles wichtige Entscheidungen, die aber ein Datenbanksystem automatisiert vornimmt. Das heißt also, Sie sagen, ich möchte eine Tabelle anlegen, ich möchte hier 1000 Kundendaten einpflegen und das Datenbanksystem muss auf der internen Schicht entscheiden, wo tue ich denn die Daten ganz konkret hin, wo auf der Festplatte lege ich sie hin. Und damit hat ein Datenbanksystem natürlich ein schönes Optimierungspotenzial. Zum Beispiel, wenn es eine Tabelle gibt, die ganz oft gelesen wird und die ganz oft am Stück gelesen wird, dann liegt es natürlich nahe, diese Daten auch dicht beieinander auf der Festplatte zu speichern, sodass ich sie in einem Durchgang lesen kann. Eine andere Lösung wäre, die Daten völlig wild zu verteilen auf der Festplatte, aber das ist natürlich keine gute Lösung, weil ich dann mit dem Festplattenkopf dauernd hin und her springen muss, um die Daten mir zusammenzusammeln. Das heißt also, ein Datenbanksystem umgeht in gewisser Weise das Betriebssystem und kann selber festlegen, auf einem bestimmten reservierten Festplattenbereich, wo lege ich meine Daten wie organisiert ab, mit dem Hintergrundwissen, dass das ja Datentabellen sind, die dann mit bestimmten Operatoren wieder abgefragt werden. Das heißt, das Datenbanksystem weiß in gewisser Weise besser, wie es die Daten speichern sollte, als ein Betriebssystem, was einfach nur Dateien speichert, ohne spezielle Kenntnisse darüber, wie die Dateien verwendet werden sollen. Das geschieht alles auf der internen Schicht. Auf der konzeptionellen Schicht, der logischen Schicht, werden die Daten modelliert. Das heißt also, wir legen dort fest, welche Tabellen gibt es denn eigentlich? Wie sind die Beziehungen zwischen den Tabellen? Wie heißen die Tabellen? Welche Spalten gibt es in der Tabelle? Welche Nebenbedingungen gelten?
welche Indizes werden angelegt. All solche Entscheidungen werden auf der konzeptionellen Ebene in der Regel vom Datenbankadministrator oder vom Datenbankentwerfer entschieden. Das heißt, das hatte ich ja vorhin in der Einleitung schon einmal gesagt, dass wir uns überlegen im ER-Diagramm, welche Daten wollen wir denn eigentlich speichern und entsprechend dann Relationen, also Tabellen definieren. Und das machen wir alles auf dieser konzeptionellen oder eben auch logischen Schicht. Ja? Das Tolle ist, dass sie unabhängig ist von der physischen Schicht. Wenn Sie so wollen, haben wir ja auch ein Element der Deklarativität. Wir sagen nur, was wir speichern wollen. Uns ist es aber völlig egal, wie es denn eigentlich gespeichert wird. Ja? Das muss die interne Schicht selber entscheiden. Wichtig ist natürlich, dass sie so entscheidet, dass sie das Zeugs auch wieder rausgeben kann, wenn ich danach frage. Ja, mir ist es egal, wie meine Kunden auf der Festplatte liegen. Hauptsache, ich kriege sie auch am Ende so wieder, wie ich sie reingesteckt habe. Ja. Diese konzeptionelle Schicht wird natürlich definiert durch das Datenmodell, in unserem Fall das relationale Modell, aber prinzipiell könnte man ja auch ein XML-Datenmodell hernehmen und das ist immer noch in der konzeptionellen Schicht, wird das eben modelliert. Ich überlege mir, wie die XML-Daten strukturiert sind und übergebe das Ganze dann der internen Schicht, die dann entscheidet, wie das alles physisch abgelegt wird. Diese konzeptionelle Schicht dient damit als stabilen Bezugspunkt für die interne und die externe Schicht. Das heißt, ich habe konzeptionell entschieden, was ich speichern möchte. Das sollte, wenn es irgend geht, auch stabil bleiben. Änderungen im konzeptionellen Bereich sind immer eine Schwierigkeit. Und die interne Schicht weiß, das bleibt immer so und kann sich selbst umorganisieren, wie sie gerade möchte. Und auch die externe Schicht kann diese konzeptionelle Schicht immer wieder anders verwenden. Ich kann neue Anwendungen schreiben, die dann sozusagen auf das Schema, auf die Struktur meiner Daten zugreifen kann. Und sich darauf verlassen kann, dass wenn sie einmal hier dagegen programmiert ist, dass das dann auch immer so bleibt. Ja? Die externe Schicht, das ist auch eine logische Schicht im Gegensatz zu der physischen internen Schicht, ist eben die Schicht für die Anwendungsprogramme. Auf dieser externen Schicht haben die Anwendungsprogramme nur Zugriff auf die relevanten Daten, für die sie die Erlaubnis haben, sie zu sehen. Das heißt also, ich kann auf der konzeptionellen Schicht definieren, was welche externe Schicht zu sehen hat. Und das ist dann, wenn Sie so wollen, der Bereich der Daten, der für die jeweilige Anwendung relevant ist. Und diese externe Schicht ist nicht nur eine Auswahl an den Tabellen, die relevant sind, sondern es kann eben auch, wie schon zuvor gesagt, kann sie Aggregation und Transformation enthalten. Das heißt also, es kann nötig sein, dass ich die externe Schicht so definiere, dass die Anwendung was damit anfangen kann. Die Anwendung mag vielleicht gar nicht die Relationen sehen, die hier so gespeichert sind, sondern es verlangt irgendeine Art Umstrukturierung oder Umbenennung zum Beispiel oder womöglich sogar ein anderes Datenmodell. Das heißt, die Anwendung möchte vielleicht XML-Daten sehen, die Daten sind aber als relationale Daten gespeichert. Die externe Schicht dient dann dazu, die relationalen Daten in XML-Daten in eine andere Struktur umzuwandeln, sodass die Anwendung dann zufrieden ist sozusagen und die Daten so bekommt, wie sie die gerne möchte. Hier nochmal eine kleine Aufführung, um welche Objekte es sozusagen in den jeweiligen Schichten geht, also womit die jeweilige Schicht umgeht. Die interne Schicht geht auf primärer Ebene mit Dateien um. Das heißt also, ein Datenbanksystem ist ja immer noch auf das Betriebssystem draufgesetzt und muss, wenn es Daten speichern will, Dateien anlegen. Typischerweise ist es, also es gibt verschiedene Modelle, aber was Sie zum Beispiel beobachten können, ist, dass eine Datenbank insgesamt nur eine riesig große Datei ist. Das heißt, eine große Datei und innerhalb der Datei kann das Datenbanksystem selber schalten und walten, wie es möchte. Das heißt, von außen gesehen, aus Sicht des Betriebssystems, ist es eine ganz große Datei, die auf einem Festplattenbereich liegt. Aber intern, was dort in diesem Adressbereich passiert, darüber hat dann das Datenbankmanagementsystem die Kontrolle und kann dann zum Beispiel bestimmte Seiten bzw. auch Blocks einzeln ansprechen und sagen, dieser Festplattenblock, auf dem speichere ich meine Kundeninformationen. Auf diesem Festplattenblock, der direkt daneben vielleicht liegt, speichere ich meine Bestellinformationen. Und auf die nächsten 20 Blocks beschreibe ich meine Produktdaten oder so. Das heißt also, die interne Schicht verwaltet einmal Dateien, eine oder mehrere Dateien, aber innerhalb der Datei, richtig auf der physischen Ebene, die einzelnen Seiten im Hauptspeicher und auf der Festplatte und die Blockstruktur, die sie auf der Festplatte vorfindet.
Die konzeptionelle Schicht ist ja die logische Schicht. Da gehen wir dann eben nicht mehr mit Dateien und Blocks und Festplatten um, sondern da gehen wir dann mit konzeptionellen Dingen wie Relationen, also Tabellen, deren Attributen um, Datentypen können wir da definieren, Integritätsbedingungen können wir da definieren, also Schlüsselbeziehungen, Schlüsselattribute, Fremdschlüssel, lernen wir alles noch näher kennen. Das geschieht alles auf der konzeptionellen Ebene. Und das Tolle ist eben, unabhängig von der physischen internen Schicht, das heißt, ich kann hier definieren, was ich will, übergebe es an die physische Schicht und die überlegt sich dann, wie sie es auf Dateien und Seiten und so weiter verteilt. Und die externe Schicht, womit geht die um? Die geht eben oft mit Sichten um, sogenannten SQL-Views. Das Sichtkonzept lernen wir natürlich auch noch im Laufe der Zeit kennen. Das sind also, wenn Sie so wollen, bestimmte Sichten auf das konzeptionelle Schema, auf die Struktur, wie sie hier in der konzeptionellen Schicht vorhanden ist. Das heißt also, da werden bestimmte Relationen definiert, aber die Anwendungen wollen eine andere Sicht auf diese Relationen haben und das definieren wir dann in der logischen Schicht für die Anwendung. Ja, so haben Sie da eine gewisse Unterscheidung. So. Das sind sozusagen ganz grob gesehen diese drei Schichten. Was sollen denn, und jetzt wollen wir das Ganze gießen in eine etwas feingliedrigere Systemarchitektur, in der wir genau die Komponenten beschreiben, die in den jeweiligen Schichten herrschen. Allgemein sollen Systemarchitekturen eben Komponenten des Datenbanksystems beschreiben und auch die Schnittstellen zwischen den Komponenten. Da gehen wir jetzt nicht ganz, ganz fein ins Detail, aber wir gucken uns schon diese Standardarchitektur mal genauer an. Es gibt da zwei wesentliche Vorschläge oder Architekturen. Einmal die sogenannte ANSI-SPARC-Architektur, die entspricht im Wesentlichen der Drei-Ebenen-Architektur, die wir eben gesehen haben. Und dann gibt es noch etwas feiner die sogenannte Fünf-Schichten-Architektur, die wird nicht Stoff dieses Online-Kurses sein. Die guckt sich ein bisschen genauer an, wie die Daten transformiert werden, beziehungsweise wie die einzelnen Komponenten miteinander sprechen. Das finden Sie dann in weiterführenden Büchern und Vorlesungen, wenn Sie es interessiert. Aber uns genügt hier vollends die Betrachtung der ganz klassischen Drei-Schichten-Architektur. Oder auch eben die ANSI-SPARC-Architektur. ANSI ist das American National Standards Institute und SPARC ist das Standards Planning and Requirements Committee, also ein Subkomitee von ANSI. Und die haben erarbeitet einen Architekturvorschlag, ursprünglich in 1975. Das nimmt diese Drei-Schichten-Idee her und verfeinert die, sagt also genauer, was in der internen Ebene passiert, sagt genauer, mit welchen Programmierkomponenten ich auf welche Teile der Architektur zugreifen kann und auch genauer, wie die Schnittstellen eigentlich aussehen. Ich habe mir mal die Mühe gemacht und dieses Originaldokument von 1975 herausgesucht. Und dies ist also völlig unleserlich für Sie und aber auch für mich, ehrlich gesagt, diese Drei-Schichten-Architektur. Hier steht es, Database System, Prototypical Architecture. Das ist also das Originaldokument mit diesem Architekturvorschlag, der dann aber auf, ich glaube, mehreren hundert Seiten genau aufgedröselt wird. Und Sie müssen ja wissen, 75, das ist also vor PowerPoint-Zeitalter, da wurden solche Zeichnungen oft noch per Hand erledigt und dann aber eben gedruckt, so wie Sie das hier sehen. Hier sehen Sie noch die ganzen Revisions, also die ganzen Überarbeitungen, die ganzen verschiedenen Visionen, wann was hinzugekommen ist. Das müssen wir jetzt nicht im Einzelnen angucken. Wenn Sie genau hingucken oder auch die Quelle einmal heraussuchen, ich habe die auch online verlinkt in den Vorlesungsmaterialien, dann können Sie das sich noch ein bisschen genauer anschauen. Ich habe mir mal die Mühe gemacht, das nochmal in PowerPoint zu gießen und zu vereinfachen. Und das ist also hier im Wesentlichen diese ANSI-SPARC-Architektur. Wir haben hier auch eine Schichtenunterscheidung, externe Schicht, konzeptionelle Schicht und die interne Schicht, ganz rechts. Ich habe also die Abbildung, wenn Sie so wollen, gedreht. Und es ist auch zu Recht, ganz bewusst, nicht haargenau unterschieden, welche Komponente wozu gehört. Sie können sich also gedankliche Striche zwischen diesen Schichten vorstellen. Und es gibt eben Komponenten, die in beiden Schichten eine gewisse Rolle spielen. Und die gucken wir uns jetzt mal genauer an. Also zentral fällt sofort auf das Data Dictionary. Das ist also der Katalog, in dem gespeichert wird, welche Tabellen gibt es denn eigentlich, welche Attribute, also welche Spalten gibt es und wo liegen die. Ja, das ist also der zentrale Bezugspunkt, der überhaupt die Datenbank als solche definiert. In diesem Data Dictionary stehen
einmal die Datendefinition, wenn Sie so wollen, ist das die konzeptionelle, die mittlere Schicht. Dann stehen dort die Sichtdefinitionen, das ist, wenn Sie so wollen, eher die externe Schicht, das heißt also Sichten, die die Anwendungen auf die Daten haben. Und im Data Dictionary wird auch die Dateiorganisation, also die interner werden dort gespeichert. Das heißt also Informationen, welche Daten wo auf der Festplatte liegen. All das wird zentral im Data Dictionary aufbewahrt. Ich habe Ihnen ja Beispiele, Screenshots gezeigt von DB2, dieser Systemkatalog, das ist eben dieses Data Dictionary. Dort steht, welche Spalten, welche Tabellen, welche Spalten es gibt. Aber natürlich muss auch irgendwo festgehalten werden, wo liegen denn die eigentlich auf der Festplatte. Das geschieht alles im Data Dictionary. Dann können wir mal von oben hier anfangen und von links nach rechts gehen. Es kommen Anfragen oder Änderungen der Daten an aus der externen Schicht. Also die Anwendungen sagen, ich möchte hier diese neuen Daten einfügen oder aktualisieren, so ein Update zum Beispiel. Und das wird an den Optimierer geschickt. Der Optimierer guckt sich das an und überlegt sich, aha, ich habe also ein bisschen Arbeit vor mir, wie organisiere ich die denn am besten? Dazu braucht der Optimierer natürlich wieder das Data Dictionary. Er muss sich halt überlegen, also erstmal guckt er nach, gibt es die Tabellen eigentlich, auf die ich da zugreifen soll oder die ich ergänzen soll? Und dann, wo liegen die auf der Festplatte? Wie groß sind die? Gibt es irgendwelche Lücken auf der Festplatte, in der ich die neuen Daten hineinschreiben kann? Oder muss ich sie ans Ende schreiben? All diese Dinge werden vom Optimierer entschieden. Und der Optimierer erzeugt dann eben einen Ausführungsplan. Der Ausführungsplan sagt dann genau, was konkret geschehen soll, das ist also die konkrete Ausführung einer deklarativen Anfrage. Hier findet also der Schritt von der deklarativen Anfrage zu einem prozeduralen Programm statt. Und dieses Programm, was diese Anfrage ausführt, muss natürlich die interne Schicht anfassen, das heißt, muss auf die Festplatte zugreifen. Gemäß dem Data Dictionary muss ich also hier sagen, geh doch mal bitte zum Zylinder 27 und guck dir da mal den Block 13 an. Auf der Platte 11 oder sowas. Und da stehen die Daten, die du brauchst. Dann manipuliere ich die Daten irgendwie im Rahmen der Ausführung und schreibe sie vielleicht zurück und bin damit meiner Anfrage fertig. Und so sehen Sie auch so eine Art fließenden Übergang zwischen diesen einzelnen Schichten. Die Optimierung findet, wenn Sie so wollen, auf der konzeptionellen Schicht statt. Also wir sprechen hier von verschiedenen Tabellen, die so und in der Reihenfolge angefragt werden, so und so verknüpft werden. Die Ausführung ist sozusagen zwischen der konzeptionellen und der internen Schicht. Sie vermittelt sozusagen zwischen den beiden und die ganzen Plattenzugriffe und die Operation auf der Festplatte sind dann natürlich dann klar auf der internen Schicht. Dies hier ist sozusagen das SQL-Interface hier. Und nun habe ich hier mal markiert Updates und Anfragen. Updates sozusagen schreiben neue Daten auf die Festplatte. Auch Inserts oder Löschen wird alles auf die Festplatte geschrieben. Und Anfragen, also eher SQL-Anfragen, die die Daten analysieren wollen zum Beispiel oder anschauen wollen, das sind eben solche, die dann hier wieder eine Art Output produzieren und hier quasi Tabellen wieder an den Nutzer ausgeben, die der Nutzer sich dann anschauen kann oder die Anwendung weiterverarbeiten kann. Neben dem SQL-Zugriff gibt es aber auch noch eine andere Möglichkeit, auf Daten zuzugreifen. Das ist der programmatische Zugriff, also aus Programmiersprachen und aus Anwendungen heraus. Da gibt es also viele verschiedene Möglichkeiten der Einbettung, zum Beispiel mit irgendwelchen Datenbankmasken, sodass ich auf der Datenbank arbeiten kann, ohne SQL schreiben zu müssen. Ich kann auch SQL-Anfragen in Programme, das sollen die einzelnen Programme sein, einbetten. Das heißt also, die Datenbank kann Programme ausführen, in der dann SQL-Operationen eingebettet sind. Das ist dann eine Schnittstelle zwischen der Programmiersprache und dem Datenbanksystem. Da gibt es also verschiedene Arten und Weisen, jenseits von SQL direkt mit der Datenbank zu sprechen. Entweder mit eingebetteten SQL, aber auch vielleicht mit direktem Ansprechen verschiedener Operationen in der Datenbank, ohne dass ich das je als SQL formuliert hätte. So, ich habe das nochmal anders beschriftet. Man kann also, diese Farben sind ganz bewusst gewählt. Wir haben hier unten die Definitionskomponenten, Sichtdefinition, Datendefinition, Dateiorganisation. Wir haben hier oben die sogenannten Transformationskomponenten. Warum Transformationskomponenten? Weil sozusagen eine SQL-Anfrage transformiert wird in einen Ausführungsplan. Der wird transformiert in ganz konkrete Plattenzugriffe. Und, na, wie ist mir das gelungen?
Und die Daten werden entsprechend sozusagen von Bits auf der Festplatte wieder transformiert in etwas, was dem Nutzer dann als Tabelle dargestellt werden kann. Dann hier ganz links sind die Benutzerkomponenten, entweder eben wie gesagt die SQL-Schnittstelle hier oder auch die Benutzerkomponenten für die Programmiersprachen jeweils. Das heißt also, dein Anwender kann hier programmieren mit Datenbankzugriff und die Anwendungen können also so auf Daten zugreifen. Und dies hier, können Sie leider schlecht lesen, das werde ich nochmal korrigieren, sind die Programmierkomponenten, also die einzelnen Möglichkeiten, wie man aus Programmen heraus mit der Datenbank sprechen kann. Wir werden uns im Rahmen dieses Online-Kurses vornehmlich mit SQL beschäftigen. Wir werden aber auch Ihnen noch zeigen, wie Sie mit dem sogenannten JDBC aus einem Java-Programm heraus mit einer Datenbank sprechen können. Und das ist dann diese JDBC-Schnittstelle, ist dann sozusagen in diesem Bereich in den Programmierkomponenten angesiedelt. Das ist also diese ANSI-Spark-Architektur, die schon eine hinreichende Abstraktion für uns liefert, also sodass wir insgesamt verstehen können, wie so ein Datenbanksystem aufgebaut wird. Womit werden wir uns hauptsächlich im Rahmen dieser Vorlesung beschäftigen? Wir werden uns eben hauptsächlich mit der Datendefinition beschäftigen. Das ist diese ganze Modellierung, ER-Diagramme, relationaler Entwurf, Relationenschemata. Und wir werden uns dann damit beschäftigen, sozusagen mit diesem Teil, wie kann ich denn die Daten anfragen, wie kann ich die Daten erzeugen. Wir werden uns nicht so sehr mit der internen Schicht beschäftigen, das ist ein ganz klar fortgeschritteneres Thema. Und genauso wenig werden wir uns, oder nur andeutungsweise, mit der Ausführung beschäftigen. Das heißt also, wie ganz konkret die Anfragen ausgeführt werden. Ich werde aber immer wieder mal darauf hinweisen, denn ganz oft oder ein zentraler Punkt in allem, was man mit so Datenbanken treibt, ist die Effizienz. Und die Effizienz wird in aller Regel erzielt auf diesen internen, durch die geschickte Ausnutzung dieser Strukturen, die Optimierung und die ganz geschickte Ausführung auf den Daten, die auf der Festplatte liegen. Und darum wollen wir da auch ab und zu mal in diesen Bereich hineingucken. Hier fasse ich nochmal das zusammen, was ich Ihnen im Wesentlichen gesagt habe. Das heißt, ich werde hier relativ flott über diese Folie gehen, die ist eher fürs Selbststudium dann gedacht. Also die Definitionskomponenten da unten, da ist die Data Definition Language, also Create Table, welche Tabellen sollen erzeugt werden, welche Attribute haben diese Tabellen. Dort werden die Sichten für die Anwendungen definiert, die Dateiorganisation und noch sogenannte Indizes, also Datenstrukturen, mit denen ich besonders schnell auf meine Datenbank zugreifen können. Über die werden wir mal ganz andeutungsweise im Rahmen dieses Kurses sprechen. In den Programmierkomponenten stecken eben die Entwicklungsumgebung und die Programmiersprachen wie Java und dann eben JDBC. Und wie kann ich Datenbankoperatoren integrieren in diese Programmiersprache? Die Benutzerkomponenten umfassen das Anfrageinterface für Experten. Sie werden dann solche Experten sein, nämlich SQL selber schreiben können. Aber auch Anwendungen für Laien, also irgendwelche Programme, in denen man natürlich dann kein SQL mehr schreibt, sondern sich zum Beispiel seine Daten zusammenklicken kann oder eine Webseite, auf der ich dann ein Buch bestellen kann. Da sehen Sie natürlich dann kein SQL im Hintergrund, aber im Hintergrund läuft natürlich ganz viel SQL, ganz viele Anfragen werden ausgeführt, um dem Laien dann eine schöne Anwendung mit interessanten Daten bieten zu können. Den Transformationskomponenten dienen eben der Anfrageausführung und dann der Darstellung und Aufbereitung der Ergebnisse. Und dieses zentrale Data Dictionary speichert die Metadaten, wie gesagt, selber wiederum in relationalen Tabellen. Sie nutzen sozusagen ihre eigene Technologie, die Datenbanksysteme, um auch ihre eigenen Metadaten zu speichern.